Shalom, Shalom. Herzliche Grüße aus Uganda. Da muss ich euch noch ein Wunder erzählen. Gestern war ich auf dem Gebetsberg und es war sehr trocken. Und dann hören wir von Karamoja im hohen Norden, dass es ganz extrem trocken ist. Und hier, wo wir jetzt gerade sind, in Chiunga, war es auch trocken. Dann habe ich mich mit einem Bruder eins gemacht und wir haben nur gebetet, Vater, bitte, schick Regen im ganzen Land. Heute, ihr Lieben, hat es geschüttet, was das Zeug hält. In Karamoja im höchsten Norden, auf dem Gebetsberg und auch hier, wo wir jetzt sind. Und es ist richtig kühl geworden. Ich glaube, wir haben nicht mehr wie 17 Grad. Aber das Land ist durchtränkt mit Regen. Das war eine Strecke über 1000 Kilometer, wo es herzhaft geschüttet hat. Ich möchte den Herrn loben und danken, preisen. Danke, Vater. Ja, ich habe noch einen Teil zu dem Thema, werde ein herzhafter Geber oder die Auswirkungen deines Gebens. Ja, Geld, ihr Lieben, brauchen wir zum Leben. Ich sage immer, Geld ist ein sehr guter Diener, aber ein ganz schlechter Meister. Das Geld selber ist auch nicht schlecht, sondern lediglich die Gier nach Geld und die Korruption. Die Frage ist, wie sich der Mensch vom Geld beeinflussen lässt. Die geistlichen Regeln zu einem guten Umgang mit Geld sind: Gib deinem Einkommen entsprechend. Gott will nie, dass du mehr gibst, als du hast. Jeder soll so viel geben, wie er kann, je nachdem, wie reich der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Das steht im 5. Mose 16, 17. Gib ohne zu prahlen. Eigentlich sollte die rechte Hand nicht wissen, was die linke Hand tut. In Matthäus 6, 3. Wenn du jemandem etwas gibst, dann sag deiner linken Hand nicht, was deine rechte tut. Sei bescheiden, wenn du gibst. Römer 12, 8. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Und dann noch, gib fröhlich. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Geht nicht, jetzt nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Das lesen wir in 2. Korinther 9, 7. Ja, Halleluja. Und dann habe ich noch etwas, was ich dazu teilen möchte. Und zwar, einen mächtigen Schlüssel, um ein Geber zu werden und einer zu bleiben. Im 5. Mose 8, 10 lesen wir, wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Und im Vers 11 bis 14 und 17 lesen wir, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst, und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schafe, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denkt nur nicht, ihr wäret aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott, ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Ihr Lieben, Dankbarkeit für das, was wir bekommen, ist sehr wichtig, sehr wichtig. Sie vergegenwärtigt uns permanent den Segen Gottes, sodass wir Gott nie aus den Augen verlieren und unser Herz sich immer wieder mit einem frohen Danke zuwendet. Dankbarkeit verbindet Bitterkeit, verhindert Bitterkeit in unserem Leben und bringt Zufriedenheit. Wir bleiben durch offene Türen, durch Gottes Güte, den Satz muss ich nochmal ändern.
Wir bleiben dadurch offen für Gottes Güte, unser Glaube wird nicht getrübt und unsere Erwartung bleibt positiv. Danke schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns segnet, damit wir ein Segen sein dürfen. Wenn wir uns an das Geld zu klammern beginnen oder an das, was wir haben, dann werden wir früher oder später von einem Armutsgeist beherrscht. Ganz gleich, wie reich wir sind. Wir können dann nicht loslassen, was wir haben, weil wir Angst haben, dass wir nicht kriegen, was wir brauchen. Und da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Die hat mich so erschüttert. Ich wurde da zu einer Familie gerufen, denen ich schon öfters gedient habe, aber die Großmutter habe ich nicht gekannt. Und dann haben sie gesagt, Maria, bitte geh zu unserer Großmutter. Sie liegt schon wochenlang im Sterben, kann aber nicht sterben. Red mit ihr, vielleicht kannst du herausfinden, was das Problem ist, das sie zurückhält. Ich ging zu dieser Frau und habe dann nach einiger Zeit gefragt, bist du bereit, in die Ewigkeit von Gott geliebt zu werden? Er möchte dich bei sich haben. Sagt sie, ja schon, aber eigentlich nein. Sag ich, wieso das? Sagt sie, ja, dann kriegt mein Mann das Sparbuch. Sag ich, wie bitte? Ja, sagt sie, das will er schon jahrelang haben und ich habe das mir wirklich vom Mund abgespart und das will ich nicht, dass er das bekommt. Sag ich, ja, sag einmal, wo ist denn das Sparbuch? Jetzt sagt sie, unter meinem Kopfkissen. Wenn ich sterbe, dann findet er das und das will ich verhindern. Könnt ihr euch vorstellen? So etwas hat diese Frau verhindert, loszulassen. Ich habe dann mit ihr gebetet, sie hat dann Buße getan. Und sie hat dann dieses Ersparbuch freigegeben für ihre Enkelkinder. Aber wisst ihr was? Sie konnte in Frieden einschlafen, noch an demselben Tag. So können wir uns selbst binden und einen Armutsgeist bekommen. Nicht loslassen können. Ihr Lieben, wir sollen so durchs Leben gehen. Nicht so. So. Alles, was du anfängst zu besitzen, wird dich früher oder später besessen machen. Wir sollen von allem, was wir haben, nur Verwalter sein. Und zwar es gut verwalten. Ja. Und diese Geldgier, dieses Klammern, das sollen wir loslassen. Denn Gott möchte Segen im Überfluss in dein Leben bringen. Wir sollen die Bedürftigen segnen, die Gott in unser Leben bringt. Stell dir einmal folgende Fragen. Was würde ich tun, wenn ich viel Geld hätte? Was würde ich für Gott tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wie schwer fällt es mir zu schenken, zuerst mich selbst an Gott und dann alles, was ich habe und besitze? Rede ich mit Gott über die Opfer, die ich gebe? Ist mein Selbstwert vom Geld abhängig? Was will Jesus, dass ich mit dem tue, was ich habe? Gebe ich den Zehnten? Bin ich ein freudiger Geber? Wie schätzen mich meine Familie und meine Freunde ein? Danke, Vater, für den empfangenen Segen. Amen. Ihr Lieben, ich habe jetzt noch ein Gebet. Könnt ihr mit mir nachsprechen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir mein Leben gegeben hast und dass ich von dir bis zum heutigen Tag alles bekommen habe, was ich brauche. Ich danke dir, dass du ein gebender Gott bist und dass du mir Jesus geschenkt hast. Er ist für mich gestorben, damit ich leben kann. Ich danke dir, Vater, dass du mich erlöst hast und dass alle Verheißungen des Wortes Gottes für mich gültig sind. Vater, ich bekenne, dass in meinem Herzen Misstrauen, Habgier, Angst, Kleinglauben herrschen.
ich bekenne dir diese Schuld, dass ich dich beraubt habe, indem ich meinen Zehnten nicht voll und ganz in dein Vorratshaus gebracht habe. Ich bekenne, dass ich Angst habe, loszulassen, was ich habe, weil ich dir nicht vertraue, dass du mir gibst, was ich brauche. Ich bekenne diese falschen Lebenseinstellungen. Ich tue Buße und ändere mein Herz und mein Leben und mein Denken. Du wirst alle meine Bedürfnisse befriedigen gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit. Herr Jesus, reinige mein Herz. Schenk mir ein gebendes Herz, Jesu, das gebende Herz Jesu. Öffne mir auch die Augen und Ohren des Herzens, damit ich täglich erkenne, was du für mich vorbereitet hast, damit ich darin wandle. Vater im Himmel, zeig mir auch, was ich jetzt konkret in dein Reich investieren soll, damit ich Segen für diese Welt werden kann und auch deinen Segen erleben kann. Mach mich zu einem freudigen, großzügigen Geber. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Und dann möchte ich dir noch eine Übung geben. Wenn du deinen Zehnten noch nicht gibst, fang heute damit an. Wenn das schon der Fall ist, überlege, wo Gott das, was du hast einsetzen möchte und gehe mutige Schritte. Wenn du dich einsam fühlst, rufe jemanden an und unternimm etwas mit dieser Person. Fang an, Menschen zu loben, besonders auch solche, die du nicht zu sehr magst. Es gibt so viele Dinge, die wir für andere tun können. Und Lob setzt Leben frei, setzt Entfaltung frei. Gott hat dir einen super guten Tag, als er dich gemacht hat. Seh dich als so ein Mensch und setz auch andere frei, das zu glauben. Shalom, Shalom.